Ja. Okay. SDN Splash Mage. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, dass die guten Sets direkt gespielt werden. Wir sehen hier SDN gegen Splash Mage in Pool Nummer 1. Das ist Seed 1 und Seed 2. Wobei, schon mal schöner Damage hier gerade von Splash Mage. Ich bin gespannt, ob er gegen SDN was reißen kann. Das Ganze ist Best of 3 in den Pools. Erst ab Top 8 wird das Ganze Best of 5 sein. Okay, also wir haben in Pool 1 sowohl Splash Mage als auch Belcampo. Oh, SDN verliert seinen ersten Stock. Starke Leistung hier gerade von Splash Mage. Hat ihn überrascht mit der Abi. Aber direkter Trade mit dem Stock. Wir fangen wieder bei 0 an. SDN Under Edge mit der Disadvantage, aber kann hier direkt Advantage bekommen. 48%. Easy. Wir schauen mal, wie es so aussieht. Auf jeden Fall spannend. Splash Mage muss definitiv aus diesen Disadvantage-Situationen, wo SDN mit dem Rücken zur Wand steht, mehr rausholen. SDN zieht hier direkt den Stock, kann hier das Gather breeden. Und Splash Mage natürlich jetzt mit der Herkules-Aufgabe. Oh, aber das sieht schon mal gut aus. Wow, das war fast okay. Zweimal Side B oder Arc Fire, besser gesagt. Into Up Smash. Oh. SDN sehr aggressiv. Hat auch gut gemacht. Hat nicht overextended. Bekommt den Kill aber nicht. SDN sehr patient. Kann er das punishen? Oh, mit der Up B. Okay, smarter Punish. Und gut DI'd. Splash Mage immer noch am Leben. Aber wie gesagt, immer noch mit dem Rücken zur Wand. Kann hier den Kill holen. 114%. Vielleicht bekommt er eine Combo gestartet. Oh, okay. Ja, das sind schon mal 50% easy. Wow. Okay, vielleicht noch einen dritten. Nein, das Buch ist weg. Beides low. Sowohl das Buch als auch... Guck mal, da ist das Buch. Oh, das Buch ist jetzt schon wieder ready. Das kann er jetzt schon wieder benutzen. Okay, das finde ich interessant. Und es wird langsam tatsächlich sehr, sehr... Oh mein Gott! Er ist da rausgekommen aus der Combo mit dem Air Dodge. Aber, oh mein Gott, es wird hier wirklich richtig spannend noch. Es ist hier Last Hit gerade. Last Hit-Situation zwischen den beiden, aber der Overextend von Splash Mage mit dem Down Smash. Stark, okay. SDN bekommt hier das erste Game. Aber das war ein ziemlicher Nailbiter. Also da bin ich auf jeden Fall gehypt und gespannt, wie das nächste Game laufen wird. Puh, okay. Ja, das war schon mal ein erstes spannendes Game. Ich werde hier jetzt noch einmal schnell einen Post machen. Okay, wie wir hören... Hero-Musik, und zwar auf Small Battlefield. Counterpick von Splash Mage. Bin gespannt, wie das diesmal läuft. Im Grunde, er hatte Phasen, in denen es richtig gut lief, aber auch Phasen, in denen er einfach zerstört wurde. Mal gucken, ob er die Disadvantage-Situation etwas besser meistert als vorher. Er hatte vor allem einfach Probleme mit der Aggression von SDN und hat dann im Endeffekt... Naja, einfach ein bisschen overextended in der Last-Hit-Situation, was ja auch irgendwie verständlich ist, aber gegen SDN, der kann da natürlich immer gut punishen. Also, wie man eben gesehen hat, schon mit dem Jab gepunished, also den Jab gepunished mit der Upbe und jetzt hier gerade auch wieder das Get-Up mit dem F-Tilt. Und wir sehen Splash Mage wieder zurück, 85% allerdings immer noch machbar.
Schauen wir mal. SDN immer noch auf seinem ersten Stock. Und 72%. Das war gerade sehr, sehr risky. Aber Splash Mage holt sich hier das Standoff. Fast hat die Dash Attack von SDN connected, so wie sie es jetzt getan hat. Hat aber nicht gekillt, deswegen hat sich das auf jeden Fall nicht gelohnt von SDN eben gerade. Und SDN spielt einfach so gut auf Reaction. Das ist unglaublich. Wenn ich einfach nur rumstehen würde und der Gegner nicht reinlaufen würde, ich würde direkt einfach einen Hard Punish kassieren. Ich weiß nicht, wie SDN das immer macht. Hat einfach schätze ich gute Reflexe. So, wir sehen beide auf dem zweiten Stock, aber wieder der F-Tilt. Also das Getup wird jedes Mal gereadet. Ich weiß nicht, ob er jedes Mal den Neutral Getup gemacht hat oder ob SDN einfach so insane mit dem Timing ist. Oh, wow. Mit dem Down-Tilt shiftet er seine Hurtbox und wird nicht von dem Arc-Fire getroffen. Ziemlich advanced. SDN versucht jetzt so schnell wie möglich Damage aufzubauen, um dieses Set zu beenden. Er ist ja auch der First Seed, also projected, dass er dieses Turnier gewinnen wird, auch wenn er letztes Mal Fünfter geworden ist. Es waren einfach so viele Turniere, die er, so viele NZs vor allem, die er gewonnen hat, dass man ihn unmöglich nicht zum ersten Seed machen konnte. Und sowohl Niceface und Furion, die ihn letztes Mal besiegt haben, sind heute nicht da. Deswegen bin ich mal gespannt, ob SDN heute dieses Turnier holt. Oh! Ja, 2-0 für SDN. Oder ob zum Beispiel Skeddy, der das letzte Mal das Turnier gewonnen hat, vielleicht noch ein Turnier gewinnt. Das wäre natürlich insane.